Seit dem Zweiten Weltkrieg fehlt der Friedenstein-Stiftung Gotha eine bedeutende Anzahl von Meisterwerken, die einst zu ihrer Sammlung zählten. Die Gothaer Sammlungen haben durch kriegsbedingte Verlagerung und Abtransporte durch die sowjetischen Trophäenbrigaden, durch unrechtmäßige Verkäufe und Diebstähle gelitten, wie nur wenige andere deutsche Kultureinrichtungen. Allein im Bereich der niederländischen Gemälde gelten 70% als verloren. Zu den Verlusten gehört auch der heilige Gregorius von Nazianz, eine Ölskizze des niederländischen Meisters Peter Paul Rubens. Die 1621 entstandene Ölskizze zählt zur Gothaer Serie von insgesamt 5 Ölskizzen, die für die Antwerpener Jesuitenkirche Carolus Borromeus entstanden sind. Die Jesuiten haben 1620 Peter Paul Rubens beauftragt, diesen Zyklus herzustellen für die Jesuitenkirche und dazu einen Vertrag aufgesetzt. Und dieser Vertrag, der hat sich erhalten. Und dieser Vertrag regelt ganz genau, was der Meister und auch was die Werkstatt zu liefern hat. Und das ist natürlich sensationell, auch für die spätere kunsthistorische Forschung, weil aus diesem Dokument eindeutig hervorgeht, dass die Ölskizzen, die Vorlagen für die Deckengemälde von Peter Paul Rubens eigenhändig gefertigt werden müssen. Die Skizzen sind deshalb von so enormer kunsthistorischer Bedeutung, weil die Kirche 1718 abgebrannt ist. Die Deckengemälde sind komplett verloren gegangen. Die Kirche hat man später rekonstruiert, aber als authentische Werke Peter Paul Rubens sind allein diese Ölskizzen erhalten geblieben. Die Serie war mehr als 140 Jahre in der Gothaer Gemäldesammlung und gilt als eine der bedeutendsten kunsthistorischen Juwelen. Infolge der Kriegsereignisse des Zweiten Weltkriegs und der anschließenden sowjetischen und amerikanischen Besatzung wurden die Skizzen allerdings aus der Sammlung gerissen. Alle 5 Ölskizzen sind nach dem Zweiten Weltkrieg der Sammlung verloren gegangen. 3 Ölskizzen sind in die amerikanische Besatzungszone verbracht worden. Und 2 Ölskizzen sind nach Russland gegangen mit den sowjetischen Trophäenbrigaden, sind dann in den 50er Jahren zurückgekehrt. Das heißt, die befinden sich auch heute hier in Gotha. Aber die 3, die nach die amerikanische Besatzungszone verbracht wurden, die sind eben nach wie vor weltweit unterwegs. Während sich die 2 Skizzen des St. Athanasius und des St. Basilius seit 1958 also wieder auf dem Friedenstein befinden, teilen der heilige Gregorius von Nazianz und die noch fehlenden Rubens-Skizzen ein anderes Schicksal. Sie wurden im Jahr 1945 von der herzoglichen Familie von Sachsen, Coburg und Gotha aus der Sammlung entnommen und nach Coburg gebracht, mit dem Argument, sie vor dem Zugriff der Roten Armee zu retten. Obwohl die Skizzen nicht mehr zu ihrem Eigentum zählten, verkaufte die Familie die Werke schon bald in die USA. Im Jahr 1952 wurde die Gregorius-Skizze von der New Yorker Galerie E&A Silberman an die Albright Art Gallery verkauft, die Vorgängerin der Albright Knox Art Gallery, aus der das Buffalo AKG Art Museum hervorgegangen ist. Wie aber gelangte die St. Gregorius-Skizze wieder zurück nach Gotha? Angestoßen wurde der Restitutionsprozess, als das Buffalo AKG Art Museum die Rubens-Skizze beim Auktionshaus Christie's zur Versteigerung einreichte. Das Buffalo AKG Museum hat sich an Christie's gewandt mit dem Wunsch, diverse Objekte zu verkaufen, die nicht mehr zum Sammlungsauftrag des Museums passten, denn man zeigt dort zeitgenössische und moderne Kunst. Die Rubens Arbeit passte nicht mehr da rein, war auch seit längerem im Museum nicht mehr zu sehen gewesen, obwohl sie voll publiziert war und auch als Leihgabe zur Verfügung gestanden hatte. Die Friedenstein-Stiftung Gotha, die das Werk in der Verlustdatenbank Lost Art eingestellt hatte, wurde daraufhin vom Auktionshaus Christie's kontaktiert. Wir haben aufgrund dieser Anfrage die Provenienz angeschaut dieses Stückes. Das ist ein ganz regulärer Vorgang. Die Frage war, wie kam das Museum in den Besitz, ins Eigentum des Stückes, erworben durch eine New Yorker Galerie. Das sah prinzipiell alles gut aus. Aber das Art Lost Register hatte einen Eintrag. Lost Art ist eine internationale Datenbank zu den Kriegsverlusten. Und selbstverständlich waren natürlich die Verluste in Gotha bekannt. Und 2001 mit der Erstellung der Verlustverzeichnisse war es dann soweit, dass wir eben auch die Werke dann bei Lost Art eingestellt haben. Christie's kam ganz proaktiv auf uns zu und hat gesagt, also das Albright Knox möchte gern eine Rubens-Studie veräußern, die aus eurem Haus kommt, aus eurer Sammlung. Habt ihr Interesse daran? So, wurde allen Beteiligten umgehend klar, dass es sich hierbei um
ein Stück aus einer bedeutenden Sammlung, eines wichtigen Ensembles, handelte, eine Sammlung, die seit Jahrhunderten in Schloss Friedenstein in Gotha aufbewahrt wurde und auch gezeigt wurde. Und deswegen war uns umgehend klar, dass wir versuchen sollten, dieses Werk an seinen angestammten Platz zurückzuvermitteln. Die Friedenstein-Stiftung war von Beginn an einer gütlichen Einigung interessiert. Sie war davon überzeugt, dass das Museum das Werk im Jahr 1952 gutgläubig erworben hatte und die wahren Eigentumsverhältnisse damals nicht offen lagen. Die Kontaktaufnahme durch Christie's setzte einen intensiven Prozess in Gang. Und in dem Fall hatten wir einen sehr starken Kooperationspartner an unserer Seite, die Ernst von Siemens Kunststiftung, mit der wir schon seit Jahren solche schwierigen Restitutionsfälle klären. Und da bin ich natürlich besonders dankbar, dass wir da einen stabilen Partner an unserer Seite haben. Es gibt viel zu viel aus Gotha weggeführte Kunstwerke und wir werden uns um alle kümmern müssen. Christie's war in diesem Fall ein echter Vermittler. Das heißt, wir haben zunächst den Einlieferer, das Museum, davon überzeugt, dass, obgleich man möglicherweise nach amerikanischem Recht einredefrei Eigentum erworben hatte, doch tatsächlich man hier eine vernünftige Lösung finden sollte, die die historischen Abläufe würdigt. Wir haben dann in Abstimmung mit allen Beteiligten eine Lösung gefunden über die Schweiz. Dort konnte es dann von allen Gutachtern und Gutachterinnen der Friedenstein-Stiftung Gotha angeschaut werden und dort konnte man dann sich auf eine Rückführung einigen. Im Jahr 2024 endlich kehrt die Skizze und damit ein kunsthistorisches Juwel der Sammlung dank der großen Unterstützung und des Engagements der Ernst von Siemens Kunststiftung endlich wieder in die Gotha-Sammlung zurück. Die Geschichte in Gotha ist sowieso nie zu Ende. Es gibt viel zu viel aus Gotha weggeführte Kunstwerke und hoffen, dass wir alle zurück nach Gotha bringen können. Bei den Rubenskizzen ist es natürlich so, dass wir weiter mit den aktuellen Besitzern im Gespräch sind. Die anderen Stücke sind teilweise in Museen. Hier muss man über Dauerleihgaben und über andere Lösungen sprechen. Aber unser Ziel ist, einen ehemals bedeutenden Bestand wieder sichtbar zu machen, in seiner ganzen Größe. Die Rückkehr des Heiligen Nazians ist ganz wichtig und entscheidend auch für die Stiftung, weil wir davon ausgehen, dass natürlich auch die zwei restlichen Werke, die sich noch in internationalen Museen befinden, auch aufgrund des Erfolgs der Verhandlungen auch zurückkehren können. Die noch fehlenden Ölskizzen von Rubens sind weiterhin als kriegsbedingt verbrachte Kulturgüter bei Lost Art gelistet. Der Prophet Elias ist heute vermutlich als Leihgabe der Collection of Curtis O'Bower in der National Gallery of Art in Washington. Die Skizze St. Augustinus wiederum befindet sich heute in der Sammlung Bühle und ist im Kunsthaus Zürich ausgestellt. Mit der Sammlung Bühle ist die Friedenstein-Stiftung Gotha bereits im Austausch, mit dem Ziel, das Werk als temporäre Leihgabe nach Gotha zu bringen und die gesamte Serie der Rubens-Skizzen in einer Ausstellung zu würdigen. Der Kernbestand der Holländer-Sammlung ist eben diese Serie von 5 Rubens-Gemälden und unser Ziel ist es, diese Serie für die Gotha-Sammlung wiederherzustellen und alle 5 Werke zurück nach Gotha zu bringen. Das Besondere an dieser Restitution ist, dass es ein internationales Projekt ist mit Partnern, die sich auch daran beteiligt haben und auch wollten, dass das Werk zurückkommt nach Gotha. Da ist eben einmal das Albright-Knox-Museum, also auch da eine öffentliche Einrichtung. Auf der anderen Seite auch Christie's, ja als eines der ganz großen Kunstaktionshäuser international, der sich auch dafür eingesetzt hat, damit wir da eine gütliche Einigung finden. Und dann natürlich auch unser langjähriger Kooperationspartner, die Ernst von Siemens Kunststiftung. Und denen allen möchte ich natürlich unbedingt auch hier Dank sagen. Am Ende eines derartig erfolgreichen und schönen Projekts ist wirklich allen zu danken, die teilgenommen haben, die mitgewirkt haben und denen es vor allem darum ging, dass ein Kunstwerk an dem Platz wieder landet, an dem es seine größte Strahlkraft entwickeln kann.